Einen wunderschönen guten Tag hier aus Büro 1. Das Jahr neigt sich dem Ende und damit wird es Zeit für einen kleinen Jahresrückblick. Es ist ganz schön viel passiert 2017 in der Love Me Gender Welt. Die wichtigsten Ereignisse fasse ich euch heute nochmal zusammen. Oh, Dankeschön. Erstens. Die Ehe für alle wurde in diesem Jahr endlich beschlossen. Am 30. Juni ging ein riesiger Regenbogen über ganz Deutschland auf und zahlreiche Paare können sich nun endlich das Ja-Wort geben. Apropos Wort, bei der Wahl zum Wort des Jahres kam Ehe für alle auf Platz 2. Und mit den meisten Happy Tweets gilt der 30. Juni auf Twitter als glücklichster Tag des Jahres. Zweitens. Entschädigung gibt es nun endlich für alle Verurteilten nach § 175. Lange Zeit war Homosexualität in Deutschland strafbar und tausende Männer wurden unter diesem Paragraphen verurteilt. Der Paragraph wurde 1994 gestrichen, die Urteile blieben jedoch bestehen. Und nun wurde endlich die Rehabilitierung beschlossen. Das heißt, dass alle Urteile aufgehoben werden und die Verurteilten eine finanzielle Entschädigung bekommen. Drittens. Das dritte Geschlecht wird auf jeden Fall ein wichtiges Thema im nächsten Jahr werden. Denn 2017 beschloss das Bundesverfassungsgericht, dass es eine Neuregelung für den Eintrag im Geburtenregister geben muss. Zukünftig soll es dort neben männlich und weiblich noch eine dritte Option für intersexuelle Menschen geben. Die Neuregelung muss bis Ende 2018 erarbeitet werden. Viertens. Bundestagswahl. Das war auf jeden Fall das Thema 2017. Große Verluste gab es dabei nicht nur bei den etablierten Parteien, sondern auch bei den Frauen. Mit lediglich 30,7% sind im neuen Bundestag so wenig weibliche Abgeordnete wie seit 19 Jahren nicht mehr. Fünftens. MeToo, ein Hashtag, der mit Sicherheit in Erinnerung bleiben wird. Unter diesem Hashtag posteten 2017 zahlreiche Frauen und auch einige Männer ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung. Diese reichten von Alltagssexismus bis hin zu Vergewaltigung. Die MeToo-Kampagne wurde vom Time Magazine zur Person des Jahres 2017 gewählt. Was heißt es nun in der Bilanz? Wir sind viele Schritte nach vorne gegangen, aber leider auch wieder ein paar zurück. Ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben. Damit meine Frage an euch: Was sollte 2018 auf jeden Fall im Love Me Gender Universum passieren? Nachdenken, kommentieren, Kaffee trinken.